So, Hallöchen, willkommen zurück zum nächsten Part und wir legen gleich los. Zuletzt haben wir die Stadt ein bisschen uns angeschaut. Und jetzt müssen wir unseren Anzug wechseln, laut Peter. Weil er voller Sand ist. Warte, wir nehmen uns diesen Windschuh hier mit. Und viel schneller unterwegs, Alter. Einmal komplett raus aus Harlem, glaube ich. Das ist sieht aus wie einer von Marcos Erinnerungskristallen, die Miles erwähnt hat. Das sehe ich mir an. Ja, das tut mir jetzt leid. Ich möchte echt gerne Skins wechseln. Das heißt Downtown Queens. Wechseln wir mal unseren Skin oder Anzug. Let's go. Okay, wir haben. Du kannst für deinen Anzug eine neue Varianten erstellen. Stelle die Varianten für den verbesserten Anzug 2.0 her. Okay. Anzüge mit Varianten besitzen zusätzlich noch Originalausführung. Drei alternative Varianten. Oha, das ist ja wirklich geil. Hier so blau, gelb, Standard. Was haben wir hier? Okay, wir haben den OG. Dann haben wir hier den hier. Das ist, glaube ich, der von dem DLC. Das ist der alte. Und hier haben wir haufenweise Skins, wo wir noch keine Ahnung haben. Ah ne, das ist der von der vom Pre-Order. Also vorbestellt. Und für Miles haben wir auch Varianten. Boah, die schauen auch ultra nice aus. Boah. Das ist sein Alter. Und hier ist dieser weiße noch. Und hier ist der Pre-Order-Skin. Sogar mit Varianten. Nice, nice. Viele, viele coole neue Skins. Der sieht ein bisschen wirklich so richtig unfarbig aus, sag ich mal. Okay, wir nehmen jetzt mal diese Variante, die feiere ich. Okay, let's go. Ja, schaut nice aus. Hey, MJ. Hey, ich wollte dir was in deine Wohnung bringen. Ist die Hintertür offen? Keine Ahnung. Ich musste heute früh schnell weg. Ich treffe dich einfach dort. Okay, cool. Sind Miles und du gut in die Schule gekommen? Yep, yep. Was für ein erster Tag für dich. Hoffentlich ist morgen weniger los. Ja, das wird es sicherlich. Bis gleich dann. Er sagt es. Was ist schlimmer, als gefeuert zu werden? Es seiner Freundin zu beichten. Slingshot. Wir sind ja auch wieder zusammen. So, wir nehmen jetzt diesen Luftzug. Da ist ein Verbrechen, das tun wir auch gleich mal lösen. Wir sind ja Spider-Man. Diese Transaktion werde ich melden müssen. Das ist mein bester Stopp. Erledigt. Ich störe euer Meeting nur ungern, aber... Moment, stimmt gar nicht. Es trifft uns. Wow. Okay, wir schaffen das. Holt mich raus. Holt mich raus. Er gehört uns! Zack! Der finde ich das geil. Oh, der Anzug nimmt immer mehr Schaden, weil wir auch mehr Schaden nehmen. Oh, 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 oh. Wir sind fast zum ersten Mal gestorben hier. Nix da.
Seht ihr? So ist das bei Geschäftsabschlüssen. Hier ist es richtig schön. Rechnet mit Spinnen. Dort hinten wohnen wir. Wahrscheinlich bei Tante May. MJ fährt Motorrad. War furchtbar. Das ganze Chaos vom Sandman. So langsam gefällt dir das Teil wohl. Ja, es ist in der Stadt praktisch, aber ich bin wohl nicht so der... Deine Stimme ist, glaube ich, ein bisschen anders geworden. Typ. Oha. Was ist? Bin gefeuert. Du warst doch so begeistert von dem Job. Ich weiß. Ich hatte schon das Semester geplant. Wir wollten nächste Woche ein Heli mit Kartoffelantrieb bauen. Tut mir so leid. Schade. Dann sind wir jetzt vielleicht bald beide arbeitslos. Macht Jonah schon Hausputz? In etwa. Er gründet eine radikale Leistungsgesellschaft. Was heißt das überhaupt? Es heißt, dass jeder, der nächste Woche keine Titelstory schreibt, gefeiert wird. Na dann... Bist du ja fein raus, weil du die Beste bist, die sie haben. Was ist da drin? Unverkaufte Simkaria-Bücher. Bei mir ist kein Platz mehr. Aber du hattest doch gute Kritiken. Und 14 verkaufte Ausgaben. Niemanden interessiert Simkaria. Der Bugle hat den größten Absatz in der Stadt. Dort kann ich etwas bewirken. Aber wenn ich gefeuert werde, weiß ich nicht, was ich tun soll. Brauchst du den Bugle überhaupt für das, was du tun willst? Ich wollte von außen etwas bewirken und 14 Ausgaben. Ich muss die Dinge von innen heraus verändern. Ich habe noch nicht aufgeräumt. Hinterzimmer? Ja. Ich räume mal ein bisschen auf. Mit der Hypothek wollte May Feast retten. Jetzt hab ich's schwer. Hey, hast du noch mal über den Einzug nachgedacht? Das hatten wir doch schon. Ich muss in der Stadt sein, in der Nähe des Geschehens. Aber hier könnten wir so schön zusammen essen. Wann hast du denn das letzte Mal zu Hause gegessen? Hast ja recht. Das ist ein cooles Haus, was sich Peter hier gegönnt hat. Wie geht's jetzt weiter? Keine Ahnung. Ich könnte echt eine Auszeit gebrauchen. Aber... Das kann ich mir nicht leisten. Und wenn du das Haus verkaufst? Das geht nicht. Ich könnte schon, aber... Das ist, glaube ich, Mays Haus. Wenn du Zeit brauchst, kann ich dir mit der Hypothek helfen. Nein, nein, das geht nicht. Und du meintest, dass Jonah Kahlschlag machen könnte. Er wird mich nicht feuern. Ich weiß, wie viel wir dieses Haus bedeuten. Wir kriegen das hin. Du bist zu gut für mich. Was denn? Ist das alles von May? Ja, ich muss es spenden, aber noch nicht. Was hast du da? Ein paar süße Fotos von dir. Die habe ich lange nicht angesehen. Ich glaube, das war in meinem Zimmer. Warum hat sie es fotografiert? Gleichgewicht. Was soll das heißen? Was wohl noch da ist? Ich schau mal nach. Sag Bescheid, was du findest. Ich schau Loch in die Wand gehauen. Ist hier mein Zimmer? Nee. Wo war das Loch gleich wieder? Hier, oder? Ah, nee, da.
Boah, cooles Zimmer. Seinen eigenen Merch hat er. Spider-Man, ist da eine Gefahr oder Bedrohung? Rufen Sie uns an. Bedrohung, definitiv eine große Bedrohung. Ich erzähle Ihnen mal was über den angeblichen Superheld. Er ist weder Super noch ein Held. Also, was ist er? Ein Betrüger? Jemand, der Aufmerksamkeit will? Was war das? Was war was? Peter. Oh, ich dachte, da wäre eine Ratte in der Wand. Hey, was? Was ist los? Nichts. Ich war nur... In deinem Alter habe ich den Debattierclub geleitet. War Kapitän in der Fußballmannschaft und zweite Geige im Orchester. Jedes Jahr wollte ich wieder etwas Neues erreichen. Aber als ich auf die Liste der besten Schülerinnen wollte, ging nichts mehr. Anstatt in ein paar Dingen gut zu sein, war ich in gar nichts gut. Also habe ich zurückgerudert. Gleichgewicht ist eine lange Reise und nicht das Ziel. Ich arbeite noch dran. Komm schon. Na los, nur zu. May mag recht haben. Es ist einfach zu viel. So kann es nicht weitergehen. Ich sollte nach MJ sehen. Hab einen Tipp. Reft verlegt morgen ein paar Insassen zur Beurteilung nach Ravencroft. Weißt du wen? Nein, aber das finde ich raus. MJ! Oh oh. Henry! Ah, die Ärzte haben mir noch keine MJ-Umarmung erlaubt. Sorry. Harry. Hab dich vermisst. Ich dich auch. Hab das von May gehört. Tut mir so leid. Und wie war Europa? Es tut mir leid. Ich wurde isoliert behandelt hier in der Stadt und wollte nicht, dass du dir Sorgen machst. Ist das das Gleiche wie bei deiner Mom? Es war. Vergangenheit. Es ist wohl in Remission. Harry, das ist... unglaublich, du siehst toll aus. Ich fühle mich auch toll. Oh, ich muss zur Arbeit. Abendessen morgen? Coney Island? Wie in alten Zeiten? Abgemacht. Das ist neu. Ja, das hat sie gelernt, als wir in Sumcaria waren. Sorry, dass ich einfach so vorbeischneie. Nein, nein! Willst du nicht reinkommen? Eigentlich habe ich gehofft, du hättest Zeit für eine kleine Spritztour. Klar. Krass, dass der Billigflieger noch auf der Straße ist. Ich dachte, wir könnten rumfahren wie früher immer. Ist das mein altes Fahrrad? Nee, hab's im Internet gefunden. Sieht fast gleich aus, oder? Wow. Ja. Es hat sogar die gleichen Aufkleber und alles. Und das ist echt nicht mein Fahrrad. Bereit? Fahr ich jetzt Fahrrad? Ja. Wo geht's hin? Wart's ab. Na los, versuch mitzuhalten. Oha. Ganz sicher, dass du das schaffst? Oh ja, mir geht's gut. Der Stock ist nur eine Absicherung. Ich brauche ihn eigentlich gar nicht. Ich glaube, du hast mehr Energie als ich. Dann erzähl mal. Was hast du alles so getrieben? Ich war Vertretungslehrer.
mit Betonung auf wahr. Und ich helfe einem Highschool-Schüler. Er ist was Besonderes. Glückspilz. Ohne deine Hilfe hätte ich die Matheprüfung nie bestanden. Ich habe von deinem alten Boss gelesen, Dr. Octavius. Das war bestimmt verrückt. Das kann man so sagen. Ich wünschte, du wärst dabei gewesen. Harry, warum hast du nicht gesagt, dass du krank bist? Ich wäre sofort gekommen. Der Anblick hätte dir nicht gefallen. Die Behandlung war schrecklich. Ich war 3 Jahre lang in einem Tank voller Heilmittel. Ich hatte immense Albträume. In einem Tank? Jetzt das Tor geht zu. Experimenteller Kram. Das ist heftig. Tut mir echt leid, Harry. Moment, das ist die Midtown High. Ist das also unser Ziel? Ich sag weder ja noch nein. Nicht so schnell, hey. Hier sieht's noch genauso aus wie vor 10 Jahren. Geil, dass man jetzt auf Fahrrad fahren kann, wird. So ähnlich. Danke. So ähnlich, ja. Können ja Fahrrad fahren. Was sollen wir hier? Wir haben die Highschool geteilt. Weißt du noch, als Flash und seine Kumpels meinen Laptop geschrottet haben? Die Präsentation war weg. Die für den Jungunternehmerwettbewerb. Daran haben wir Monate gesessen. Und das Landestreffen war am nächsten Morgen. Ich hatte ein Backup auf einem Stick. Aber der lag in deinem Spind. Wir haben die Schule angerufen und gebettelt, uns reinzulassen. Aber die sagten nein, weil es so spät war. Wir waren so verzweifelt, sind um die ganze Schule gerannt und haben jede Tür probiert. Bis wir zu der hier kamen. Warte, was hast du? Wir mussten sie aufhebeln. Wir? Einbruch. Die Luft ist rein. Komm. Oh, jetzt müssen wir in den Gedanken sogar sicher, spielen. Dass der Stick in deinem Spind ist? Ziemlich sicher. Was? Ich dachte, du weißt es. Ja, ich weiß es auch. Warum fragst du jetzt nach? Jetzt am Start der Rookie All-Star. Die Nummer 12. Warte. Eric. Das ist Wright Field, Rick. Was macht er hier am Freitagabend? Sich das Spiel anhören. Zeig uns den Rookie des Monats, Junge. Du wirst für eine Ewigkeit in diesem Team sein. Laufen wir durch. Warte, er sieht uns. Dieser Mann meint's ernst, Leute. Wir werden ihn noch viele Jahre zusehen. Die Fans setzen das Ziel einfach auf was Lautes. Einmal? Nee, zu viel Chaos. Flash, mach dich auf was gefasst. Ja. Gut, jetzt los. Sowas machen Verbrecher. Bin ich jetzt auch einer? Hey, Homecoming? Nichts vergessen. Ich habe meiner Mom unsere Präsentation gezeigt. Sie war begeistert. Ihr einziger Kritikpunkt war der Name. Sie meinte, wir sollten sie Heilung der Welt nennen. Oh mein Gott, das ist perfekt. Oder? Dein Spind ist in der Nähe der obersten Treppe, oder? Runter! Hat er uns gesehen? Ich glaube nicht. Wir teilen uns. Treffpunkt Turnhalle. Hey, wer ist da? Wir haben Ärger, wir haben Ärger. Hilfe! Bist du, du Mistkerl? Jemand spielt hier einen Streich, was? Oha, an der Decke. Ich müsste mal meine Netzschießer auffüllen. Da kriegen wir. Im Fotolabor habe ich noch mehr Netzflüssigkeit. Das ist noch neu für mich. Ich muss mir die Flüssigkeit besser einteilen. R2 und X gedrückt halten.
Ach so. Also, Bibliothek, Fotolabor, Turnhalle und dann zum Spind. Ganz leicht. Der Weg ist frei. Also los. Was war da? Shit! Hey! Oh, ich wünschte echt, ich hätte ein Online-Backup erstellt. Lüftungsschächte. Wie für Spinnen gemacht. Doch, ich muss erst meine Netzschießer auffüllen. Okay, wo habe ich die Netzflüssigkeit gelassen? Ein wenig Heldenverehrung geht schon in Ordnung. Ich weiß, ich habe sie irgendwo hier drunter gelegt. Aha, hab sie. Oh Mist. Deswegen konnte ich das davon nicht. Die Kapazität dieser Dinger erhöhen kann. Jetzt zu Harry in die Turnhalle. Mein Rucksack. Den hatte ich ganz vergessen. Ich sollte mir sowas lieber aufschreiben. Ich kann dem Kerl nicht entkommen. Ich muss ihn ablenken, um hier rauszukommen. Ich seh dich! Oh, ups. Boden erwischt. Ich kann dem Kerl nicht entkommen. Ich muss ihn ablenken, um hier rauszukommen. Was war das? Ich mach mich aus dem Staub. Bleib, wo du bist, Junge. Lauf nicht weg. Ich wette, Harry ist schon in der Turnhalle. Schnell! Rightfield, Rick! Ich muss ihn von der Tür weglocken. Sorry für das Chaos, Rick. Okay, jetzt kann keiner mehr sagen, dass es hier nicht spukt. Kein Geist, nur eine Spinne. Alter, ich dachte, du wurdest erwischt. Schnappen wir uns den USB-Stick und hauen ab. Los, durch die Turnhalle. Es kommt alles wieder. Das war irre. Hat sich nichts verändert. Nur, dass uns niemand auf den Fersen ist. Das heißt, wir haben Zeit für ein paar Körbe. Sicher, dass du dabei bist? Die Frage ist, bist du's? Oh. Beweis es, Großmaul. Etwas rostig, kein Ding. Hübsch. Jetzt bin ich dran. Ups. Ich bin so happy, dass es dir besser geht. Ernsthaft. Danke. Hey, ich weiß gar nicht, wie Mays Haus jetzt aussieht. Gibt nichts zu sehen. Ich hatte viel zu tun und ich weiß nicht. Ist komisch, es zu verändern. Verstehe.
Jetzt mach ich weg. Wirklich hart sein, Pete. Keine Eile. Okay, dann mal los. Jetzt habe ich's. Ja! Wenn MJ einzieht, hilft sie vielleicht mit dem Haus. Ich weiß nicht. Würde sie nicht? Ich weiß nicht, ob sie einzieht. Oh. Ah, tja. Ich dachte, es läuft gut zwischen euch. So. Sie war bei dir? Wir kriegen es schon hin. Wie immer. Irgendwann. Jetzt mache ich noch einen Korb. Sehr schön. Wie steht's denn? Ich hab keine Ahnung. 2-1. Danke fürs Herbringen. Das hab ich gebraucht. Ich auch. 2-2. Aber wir sind noch nicht fertig. Ich kenne diesen Blick. Was hast du vor? Weißt du noch, wo dein alter Spind ist? Was meinst du, wo der Wachmann ist? Bestimmt noch im Ostflügel. Holen wir den USB-Stick aus deinem Spind und weg hier. Flash sollte für deinen kaputten Laptop bezahlen. Vergiss es. Und so bin ich gleich hier hochgeklettert. Er ist Captain des Footballteams. Ich Backgroundsänger in der Musik AG. Er wird damit davonkommen. Wir zahlen es ihm heim, indem wir morgen gewinnen. Endlich. Schnell, geh da drunter. Ich muss ihn zum Aufzug locken. Ich habe diese Etage dreimal überprüft. Das ist eine verdammte Gänsinger. Ist da jemand drin? Was ist da los? Das ist der falsche Weg. Ich muss zurück. Wo bist du? Er ist weg. Oh, echt Glück gehabt. Was ist das? Wie hast du... Na los. Nimm es. Oh, er hat ein Geschenk hingelegt. Oh, shit. Wer ist da? Netter Zug. Gehört dieser Typ auch dazu? Nope. Lauf! Hey! Alter, wir landen im Knast! Nicht, wenn er uns nicht erwischt! Das ist nicht die Art von Nostalgie, die ich mag! Hast du den USB-Stick noch? Ja. Wir müssen bloß durch diese Türen. Fast geschafft. Aufmachen, Polizei! Ich hab die Cops gerufen, jetzt kriegt ihr Ärger! Lauf! Aber halt sie noch kurz zu. Ich hab eine Idee. Was soll ich tun? Mich schnappen lassen. Warte, fast vergessen. Polizei, los jetzt! Hey, haben Sie uns verständigt? Ja, die sind hier irgendwo. Okay, ihr zwei schwärmt aus, während ich seine Aussage aufnehme. Ich muss den Wachmann allein erwischen, um den Stick zu bekommen. Oh, muss ich die jetzt locker und die Polizisten oder was? So sie wie sind früher. Irgendwo hier drin. Wir suchen sie, aber wir brauchen ihre Aussage. Was haben sie gesehen? Also, Wrightfield Riggs. Das ist der Hausmeister. Hat Geräusche gehört. Aber er verhält sich bei sowas manchmal komisch. Komisch? Im Sinne von lustig oder... Ach, er zieht voreilige Schlüsse. Er glaubt an einen Geist. Was war das? Sieh mal nach. Was haben Sie wirklich ge... Wow! Zeit für ein Foto. Das hält länger. Gut. Jetzt muss ich nur noch den letzten ablenken. Nicht bewegen. Ich bin gleich zurück. Er ist allein.
Und jetzt präsentiere ich den Kopfüber-Taschendieb. Diese Bengel denken, ich hätte Zeit für ihre Streiche. Gut. Damit komme ich direkt über ihn. Sie wartet bestimmt mit Popcorn und einer Tasse von meinem Lieblingstee auf mich. Aber nein. Geschafft. Was war das? Wie soll ich jetzt von ihr wegkommen? I just wanna tell you how I'm feeling. Verdammt, sie sind in der Schule. Never gonna give you up. Never gonna let you down. Okay, never gonna run away. Copyright. Alles okay? Verstecken wir uns! Das sind nicht die Cops. Das ist mein Dad. Oh. Dad, ich wollte doch anrufen, wenn ich zu Hause bin. Deine Mutter? Was ist los? Peter, entschuldigst du uns einen Moment? Harry, was ist das? Ich glaube ja immer noch, dass unsere Präsentation gewonnen hätte. In den letzten 10 Jahren ist viel passiert. Ein Wunder, dass ich jetzt hier sitze. Ich habe eine zweite Chance. Und die werde ich nutzen. Aber ich brauche dich an meiner Seite. Oh, das ist ganz schön viel auf einmal. Komm doch morgen mal ins Labor und siehst dir an. Du hast ein Labor? Ich zeig dir meine Ideen. Dann können wir weiterreden. Okay? Klar. Pete, wir werden die Welt heilen. K1 im Anflug. Statusmeldung. Die Villa und die Arena sind fast fertig. Aufklärungseinheiten melden. Sandman ist uns entkommen. Rückeroberung geht nicht. Dann war er nicht der Richtige. Verstanden. Ich erwarte Befehle, Sir. Bereiten Sie sich auf die Versetzung vor. Und versagen Sie nicht schon wieder. Mein Name ist Miles. Und mir ist schon langweilig. Ja, so lässt sich das Leben. Ich feiere voll die neue Frisur von Miles. Ist gut. Hey Miles, hast du zu tun? Ich brauche... Was es auch ist, bin dabei. Ich brauche Hilfe beim Babysitten im Raft. Klingt gut. Sag's mir unterwegs. Das ist ja der Anzug, den wir ausgewählt haben, hm?
Sieh mich nicht so an, Dad. Ich mach nur eine Pause. Hola, Miro. Wie läuft's mit dem Aufsatz? Ganz gut. Ich muss aber kurz mal weg. Pete braucht meine Hilfe. Wir wollen nur... Ich verzichte lieber auf die Einzelheiten. Mach dir keine Sorgen, Ma. Beste Mutter. Einen Moment, bitte. Du hast doch in letzter Zeit abends öfter mal länger gearbeitet. Genauso war es bei mir auch. Naja, nicht wirklich. Sieh mich nicht so an, ich stecke nicht in Schwierigkeiten. Es ist nur... Ich war ein paar Mal aus. Dates, eigentlich. Ach so. Und da ist dieser eine Mann, den ich ein paar Mal traf. Und es... Naja, es läuft gut. Ma, was willst du mich fragen? Ich würde ihn gern einladen. Zum Pastelon. Ich kann bestimmt irgendwelchen Spinnenkram machen. Damit ihr allein sein könnt. Nein, ich möchte, dass er dich kennenlernt. Und dass du ihn kennenlernst. Aber wenn dir das unangenehm ist, verstehe ich das. Ma, bei Pastelon bin ich immer dabei. Oh, ich bin schon gespannt, wer das ist. Vielleicht ist das ja einer, den wir kennen. Okay, natürlich. Den ersten Teil hätte ich auch noch allerdings zeigen müssen. Ich sollte jetzt zum Raft. Vielleicht können mir die Windkanäle helfen. So. Wir gehen jetzt mal hier an die Seite. Langsam habe ich den Dreh raus. Und sagen erstmal tschüss. Und wir sehen uns im nächsten Part natürlich wieder, wenn es wieder heißt, rette die Stadt.